Hallo zusammen. Wisst ihr was? Allein, dass ihr hier zuseht, macht euch mir echt sympathisch. Ich hab schon ein bisschen das Gefühl, wir liegen auf einer Wellenlänge. Und für alle, die nur zufällig hier hingeklickt haben, kann sein, dass wir uns noch nicht kennen. Gebt mir einen kleinen Moment und ich gebe euch die Antwort auf die Frage, wie kommen wir auf eine Wellenlänge? Das ist ja nicht nur hier für unsere Situation interessant, sondern auch im täglichen Leben oder im abendlichen Leben, wenn man ausgeht und neue Leute kennenlernt. Da reicht eine Zehntelsekunde und euer Hirn hat schon entschieden, ob euch euer Gegenüber sympathisch ist oder nicht. Beziehungsweise, ob ihr eurem Gegenüber sympathisch seid. Das entscheidet deren Gehirn genauso schnell. Ich zeige euch mal, wie lang, oder besser gesagt, wie kurz eine Zehntelsekunde ist. Unvorstellbar, oder? Dass dieser Mini-Augenblick reicht für den ersten Eindruck. Ich bin übrigens sehr froh, dass wir uns vor diesem eingeblendeten Foto schon gesehen haben, denn hier ist es nochmal in aller Ruhe. Das wäre eine Version von mir, die anscheinend eher unsympathisch wirkt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Eindruck dieser Ralf auf euch macht. Dieses Bild ist übrigens wissenschaftlich fundiert. Durch Studien weiß man, welche Gesichtsform etwa auf die meisten Menschen sympathisch wirkt und welche nicht. Und aus diesen Forschungsergebnissen hat das Team um Mirella Walker aus der Schweiz eine Software entwickelt, die Gesichter auf Fotos sympathischer oder unsympathischer machen kann. Unsympathischer sind zum Beispiel kleinere Augen in einem größeren Gesicht. Die Schweizer Forschungsgruppe will mit ihren Bildern erforschen, was uns sympathisch oder unsympathisch aussehen lässt. Vielen Dank an die Schweiz für die Bearbeitung meines Fotos, aber ich glaube, das wird nicht meine neue Autogrammkarte. Hier übrigens mal zum Vergleich die sehr sympathische Variante. Also ich kann ja jetzt keinen Unterschied zu meinem normalen Gesicht feststellen. Aber ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen. Sympathie ist jedenfalls das spontane Gefühl von, ich weiß nicht wieso, aber ich mag dich. Wir schätzen damit zum Beispiel ein, ob jemand vertrauenswürdig ist oder ein Arsch. Total wichtig im täglichen Leben. Und wichtig finde ich auch zu wissen, ob man dieses Gefühl von Sympathie oder Wellenlänge manipulieren kann. Dazu komme ich später noch. Natürlich kann man vom Aussehen nicht direkt auf den Charakter schließen. Auch wenn schon seit den antiken Griechen immer wieder versucht wurde, genau daraus eine Wissenschaft zu machen. Hat nie richtig funktioniert. Die Physiognomik, wie das Ganze genannt wird, ist im Grunde wie Handlesen, nur im Gesicht. Die Physiognomik, mit der sich neben dem Charakter auch ermitteln lassen soll, welche Fähigkeiten oder Krankheiten ein Mensch hat, war während des Dritten Reichs auch Grundlage für die Rassenlehre. Inzwischen wissen wir, man kann nur sehr schwer vom äußeren Eindruck auf die Persönlichkeit schließen. Dieser Mann hier zum Beispiel war ein charmanter, gut aussehender Psychopath, der viele Menschen getötet hat. Wer das war, erfahrt ihr in diesem Video. Übrigens, ein schmales Gesicht wird laut einigen Forschungsarbeiten in vielen Kulturen auch als sympathisch empfunden. Gesichtsform und natürlich das Lächeln sind oberflächliche Merkmale und dabei doch eine Art Türöffner. Aber sie sind keine Garantie, dass ihr mit der neuen Bekanntschaft sofort die gleiche Wellenlänge habt. Denn damit die Sympathie nach dem ersten Eindruck bleibt und ihr auf eine Wellenlänge kommt, müssen Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten vorhanden sein. Dass sich Gegensätze anziehen und zusammenbleiben, stimmt leider nur für Magneten. Ansonsten ist es eher wichtig, dass Menschen bestimmte Gemeinsamkeiten haben. Hans Alves von der Universität Bochum hat dazu mal ein spannendes Experiment gemacht. Er zeigte Versuchspersonen Online-Dating-Profile ohne die dazu passenden Fotos. Und dann sollten die Probanden sagen, wen sie nur vom Profil her sympathisch fanden. Das Ergebnis war eindeutig. Es waren nicht irgendwelche Gemeinsamkeiten, die dazu beitrugen, dass jemand ein Profil sympathisch fand. Entscheidend waren seltene Interessen, seltene Hobbys und seltene Vorlieben. Die Rare Attributes nennen die Forscher das. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Wenn jemand sofort versteht, was zum Beispiel hinter so einem T-Shirt-Motiv steckt, dann gefällt mir das total. Und das beruht ja oft auf Gegenseitigkeit und ähnlichen Interessen. Deshalb sollte man nicht fragen, wer soll das denn verstehen? Stattdessen immer sagen, die Richtigen, die werden das verstehen. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr eine Band total super findet, die sonst niemand kennt und jemand spielt einen Song von genau dieser Band, das ist der Abend doch gerettet. Je unbekannter so eine Band ist,
desto wirkungsvoller. Heißt, dieses Gefühl von großer Sympathie würde sich über Taylor Swift vielleicht nicht so extrem einstellen wie über Ingrid Superstar. Und das Ganze funktioniert weniger über gemeinsame Abneigungen, mehr über gemeinsame Vorlieben. Wenn man sich sympathisch ist, weil der erste Eindruck positiv ist, dann könnt ihr auch was ganz anderes Interessantes beobachten. Das kann auf einer Party passieren, genau wie bei einem Business-Meeting. Menschen, die auf einer Wellenlänge sind, fangen an, sich gegenseitig zu imitieren. Und zwar nicht so, wie ich früher meine kleine Schwester nachgemacht habe und immer, wenn sie was sagte, es genauso wiederholt habe. Nein, bei gleicher Wellenlänge läuft das ein bisschen subtiler ab. Ihr nehmt zum Beispiel dieselbe Körperhaltung ein. Oder ihr greift im selben Moment zum Getränk. Oder ihr lächelt, wenn euer Gegenüber lächelt. Das ist ein Automatismus, den wir als Babys erlernt haben. Also zumindest, wenn wir regelmäßig angelächelt worden sind von den Erwachsenen um uns herum. Dieser Automatismus passiert normalerweise ganz unbewusst. Dieses Phänomen wird Mimikry genannt. Und diese Art von Nachahmung bei Sympathie kann dazu führen, dass wir uns gegenseitig noch sympathischer finden. Denn was habe ich eben nochmal gesagt? Nein, den anderen Satz. Ach so. Dass sich Gegensätze anziehen und zusammenbleiben, stimmt leider nur für Magneten. Ansonsten ist es eher wichtig, dass Menschen bestimmte Gemeinsamkeiten haben. Genau. Danke. Und tschüss. Und was kann eine größere Gemeinsamkeit ausdrücken, als wenn man sein Spiegelbild vor sich hat? Jedenfalls führt Mimikry zu einer Art Sympathiespirale. Wir imitieren jemanden, weil da Sympathie ist, und die andere Person findet uns dadurch noch sympathischer und imitiert uns auch und immer so weiter. Aber jetzt die wichtige Frage. Lässt sich so ein Gefühl von Sympathie durch absichtliches Imitieren verstärken? Ich meine, es könnte ja ganz praktisch sein, wenn man in der Prüfung sitzt und die Prüfer einen sympathisch finden. Oder beim Bewerbungsgespräch das Gefühl zu vermitteln, hey, wir haben voll die gleiche Wellenlänge. Tatsächlich kann das funktionieren. Aber, und das ist ein großes Aber, wenn ihr jemanden imitiert und es dabei übertreibt, dann könnte sich euer Gegenüber nachgeäfft und auf den Arm genommen fühlen. Wie bei meiner kleinen Schwester damals. Und ihr hättet das Gegenteil von gleicher Wellenlänge erreicht. Und wenn ihr jemanden imitiert, es aber nicht mal grundsätzlich ein Mindestmaß an gegenseitiger Sympathie gibt, wird diese Art von Mimikry auch ganz schnell als unangenehm empfunden. Die einzige Möglichkeit, die euch dann noch bleibt, ist, gemeinsam was Aufregendes zu unternehmen. Ja! In einer Studie etwa sprachen Forschende Einzelpersonen in Vergnügungsparks an. Und zwar entweder als sie darauf warteten, in eine Achterbahn einzusteigen oder gerade nach einer Fahrt ausgestiegen waren. Den Probanden wurde ein Foto gezeigt und dann sollten sie angeben, wie attraktiv sie den Menschen auf dem Bild fanden. Diejenigen, die gerade voll mit Adrenalin von der Achterbahnfahrt waren, bewerteten die Bilder höher als die, die noch auf die Aufregung warteten. Zugegeben, es ist nicht immer möglich, bei einer neuen Bekanntschaft eine Achterbahn aufzubauen. Was aber ganz gut funktionieren könnte, von dem Achterbahn-Experiment zu erzählen. Denn tatsächlich synchronisieren sich Gehirnwellen von zwei Menschen, wenn der eine eine Geschichte erzählt und der andere der Geschichte zuhört. Normalerweise ist es ja so, dass sich die Hirnaktivitäten von zwei Menschen selbst im Zustand absoluter Ruhe unterscheiden, und zwar ziemlich. Wenn aber eine Geschichte erzählt wird, die im besten Fall in beiden Gehirnen ähnliche Bilder erzeugt, dann sind auch die Hirnwellen bei beiden Menschen nahezu identisch. Der Neurobiologe Uri Hessen von der Princeton University hat das in einem Experiment herausgefunden. Das war im Jahr 2014. Da legte er Hirnwellen von erzählenden und zuhörenden Probanden übereinander. Und er kam zu diesem überraschenden Ergebnis. Das Interessante dabei war, tauschten die Leute einfach nur Informationen aus, gab es keine Wellenübereinstimmung. Erst das Erzählen von Geschichten erzeugte bei den Menschen die gleiche Wellenlänge. So, jetzt habe ich aber auch viel erzählt. Ich hoffe, dass wir uns ein bisschen synchronisieren konnten. Hey, kratzt ihr euch auch gerade an der Nase? Oder haltet ihr eure Arme so wie ich? Oder tippt ihr auch auf diesen Button? Schreibt mal in die Kommentare, wann ihr das letzte Mal bei einem anderen Menschen das Gefühl hattet, genau meine Wellenlänge. Und auch wichtig finde ich, man kann nicht mit jedem Menschen auf einer Wellenlänge sein. Heißt, wenn ihr merkt, da klickt einfach nichts, dann ist das so. Es gibt da zum Glück noch viele andere Möglichkeiten. Wie wäre es zum Beispiel mit dieser Folge des Science Cops? Ja, zugegeben, ich bin auch mit dabei, aber nur in einer kleinen Rolle. Und falls hier zwischen uns doch was ist,
Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder zuseht. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.